Eine fachlich durchgeführte Massage erfüllt am meisten ihren Zweck von allen kosmetischen Vorgängen. Das Hauptziel der Massage besteht darin, den Prozess der Alterung zu verlangsamen. Bei der Massage sollte man auf alle drei Hautschichten wirken und somit Alterungserscheinungen verhindern. Eine falsch durchgeführte Massage kann im Gegenteil die Haut erschlaffen. Die Schwierigkeit der richtig durchgeführten Massage besteht vor allem darin, dass jede Kosmetikerin nach eigenen Erfahrungen die entsprechende Intensität und Länge der Massage einschätzen muss. Sie soll nämlich nicht auf die Muskeln wirken, sondern nur auf die Haut des Menschen. Eine stärkere Massage wirkt daher auf den Muskelaufbau und damit auch auf eine höhere Muskelaktivität und Bildung von Furchen und Falten. Einige Wirkungen der Kosmetikmassage sind zum Beispiel diese. 1. Führt zur besseren Durchblutung der Haut, zur Verbesserung der Sauerstoffzufuhr und Abbau der Müdigkeit. 2. Mit Hilfe der Massage entfernt man die ältesten Zellen der Hornschicht von der Hautoberfläche, sodass die Haut wieder jünger aussieht. 3. Mit speziellen Schritten ist es möglich, die Bildung von Falten und Narben aufzuschieben. Massagepräparate. Bei der Massage verwenden wir solche Präparate, die nicht zu viel absorbieren. Hygienemaßnahmen bei der Massage. Bei der Massage liegt die Klientin auf einer Liege, die Haare werden mit einem Stirnband oder einer Mütze geschützt. Das Dekolleté decken Papierservietten ab. Die richtig durchgeführte Massage soll komplett und nicht unterbrochen verlaufen. Die Klientin soll während der Behandlung ruhig sein. Sie soll nicht sprechen, die Augen sind geschlossen. Im Raum soll kein Lärm sein. Die Kosmetikerin muss saubere Hände haben, kurze Fingernägel ohne Ringe und Armbänder und am besten auch die Haare zu einem Zopf binden. Die einzelnen Phasen der Massage des Gesichts und des Halses. 1. Verteilen der Creme. 2. Streichungen. 3. Kreisen. 4. Walken. 5. Reiben. 6. Wellenbewegung. 7. Fingerzirkelung. 8. Klopfen. 9. Tiefen- und Oberflächenvibration. 10. Entspannung mit Hilfe von Entspannungspunkten und Oberflächenvibration. Eine fachlich durchgeführte Massage erfüllt am meisten ihren Zweck von allen kosmetischen Vorgängen. Das Hauptziel der Massage besteht darin, den Prozess der Alterung zu verlangsamen. Einige Wirkungen der Kosmetikmassage sind zum Beispiel diese. 1. Führt zur besseren Durchblutung der Haut, zur Verbesserung der Sauerstoffzufuhr und Abbau der Müdigkeit. 2. Mit Hilfe der Massage entfernt man die ältesten Zellen der Hornschicht von der Hautoberfläche, sodass die Haut wieder jünger aussieht.